Moin aus Hamburg und herzlich willkommen. Ja, es ist der Startschuss einer neuen Videoserie hier auf unserem Traders Club 24 Kanal. Und zwar unter dem Motto My First Trade. Ja, das bedeutet, die Zielsetzung dieser Videoreihe ist, dass wir gemeinsam unseren ersten Trade vorbereiten. Und zur Vorbereitung gehört erst einmal Grundlagenwissen. Meine Damen und Herren, für unseren Erfolg im Trading brauchen wir die Basis, das heißt die Grundlage. Und ich werde heute in diesem ersten Teil euch versuchen, den Forex-Markt etwas näher zu erklären. Und wir werden uns Video für Video uns langsam rantasten. Wir werden gemeinsam eine Strategie entwickeln. Wir werden gemeinsam diese Strategie auch durchleuchten, worauf es ankommt, welche Uhrzeiten wir traden. Wir werden gemeinsam versuchen, einen Plan zu erstellen und dann das Ganze auf Demo. Und wenn wir dann alle fertig sind und bereit sind, dann die Option für den ersten Live-Trade. Dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Forex! Lernt mit uns etwas über den größten Finanzmarkt der Welt und wie man damit traden kann. Was ist Forex? Eine einfache Definition von Forex ist das Tauschen von einer Währung gegen eine andere. Diesem Beispiel zum Beispiel Euro gegen den US-Dollar. Und wir haben ein weiteres Beispiel vorbereitet. Und zwar bin ich ein leidenschaftlicher Sushi-Esser. Und wo kommt Sushi her? Aus welchem Land? Aus Japan. Wir machen jetzt also eine Reise nach Japan. Und jetzt wechseln wir eine Währung oder unsere Währung gegen den japanische Währung, und zwar Euro gegen den Yen. Das geschieht zu einem Wechselkurs. Wie viel Yen bekommt man für 1 Euro? Aktuell als Beispiel, 1 Euro ist etwa 130 Yen wert. Bei diesem Vorgang haben wir sogar am Forex-Markt teilgenommen. Wir wechseln nämlich eine Währung gegen eine andere, Euro gegen Yen. Übertragen wir das auf das Forex-Trading, ja, gehen wir davon aus, dass wir aus Europa kommen und zu dem Zeitpunkt, wo wir also den Euro wechseln, ja, steigt er oder fällt. In diesem Beispiel Sell oder Buy. Wir fliegen zurück nach Europa, wir haben also das Wochenende in Japan genossen, haben Sushi gegessen und fliegen zurück. In Hamburg angekommen, jetzt wechseln wir unser Geld von Yen wieder in Euro. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Beispiele, dass wir sagen, entweder steigt der Yen oder fällt der Yen. Wir tauschen also um und die Differenz, Gewinn oder Verlust, ist letztendlich auf unserem Konto. Der Forex-Markt hat also ein enormes Handelsvolumen, das vielen nicht bekannt ist. Deshalb schauen wir uns nun den Vergleich zu der größten Stock Exchange, nämlich der NYSE. Die NYSE ist der größte Handelsplatz der Welt für Finanzprodukte. Wenn wir die NYSE in Form eines Gebäudes darstellen würden, könnte es so aussehen. Ein normales, großes, langes Hochhaus. Wenn wir aber jetzt den Forex-Markt daneben stellen, dann sieht das eher aus wie so ein kleines Gartenhäuschen. Und wir sehen es auch an dem Volumina. Ja, in der NYSE hat bereits ein hohes Handelsvolumen von 77 Milliarden am Tag. An den Devisenmärkten werden 5 Billionen am Tag umgesetzt. Das heißt, das ist wirklich Champions League, der Devisenmarkt. Ja, und hier sehen wir nochmal die Unterschiede. Forex, dann die New York Stock Exchange, Tokio oder auch in London. Was wird dort alles umgesetzt? Ja, und wir sehen hier mit 5 Billionen decken den ganzen Devisenmarkt ab. Die Privatanleger sind dabei für den Volumen von ca. 300 bis 400 Milliarden US-Dollar verantwortlich. Das sind etwa 5 bis 6%. Und das ist wahnsinnig. Ja, kommen wir kurz zu den Handelszeiten. Der Forex-Markt hat eine unglaubliche Größe, haben wir eben festgestellt. Darüber hinaus ist der Markt fast immer offen. 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche. Und hier zum Abschluss nochmal eine Grafik, wie die Überschneidungen sind. Und diese Grafik ist extrem wichtig für die nächsten Videos, weil das hat auch viel mit unseren Strategien zu tun und auch der Strategieentwicklung. Wann sollten wir am besten traden? Und ich gebe Ihnen einen Tipp, diese roten Balken, das sind die Haupthandelszeiten für uns Europäer. Ich hoffe, der Einstieg, das ist wirklich nur ein Einstieg in die Materie, hat euch gefallen. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Und wenn Sie Anregungen haben, schreibt es hier unter dem Video einen Kommentar oder schickt uns das per Mail. Bis dahin, gute Trades und bleibt gesund.